Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, ich mache die Anne Will. Ich mache die Anne Will. Ich höre auf. Ich höre auf, weil ich wurde geheadhunted auf LinkedIn. Ich habe mich da gerade erst registriert. Ich habe direkt gestern eine DM bekommen. Ich lese Ihnen das mal vor. Hier. Dear friend, we love your work. You seem like a passionate person. If you're interested in a new challenge in your life, hit us up. Ich habe noch nicht geantwortet, aber ich will, dass Sie das als erstes wissen. Ich hau jetzt ab hier. Ich mache jetzt was ganz anderes. Ich entwickle mich jetzt karrieremäßig weiter. Und in meiner letzten Sendung im ZDF spreche ich über die Plattform, die mir das ermöglicht hat, die mich endlich hier rausholt. LinkedIn. LinkedIn. Ganz wichtig vorweg. LinkedIn ist nicht Social Media. LinkedIn ist ein berufliches Netzwerk, in dem Menschen mit Menschen in ihrem Netzwerk in Kontakt treten, Wissen und Informationen über ihre Branchen austauschen, neue Fähigkeiten entwickeln und Jobs finden können. Endlich mal eine seriöse Plattform im Internet. Ohne Hass wie bei Facebook, ohne Hetze wie bei Twitter. LinkedIn bringt mich beruflich weiter. Ich muss da keine Dumps hochladen wie bei Instagram, keine Filter benutzen. Ich muss nicht ständig sehen, wie jemand Feta-Blöcke mit ungekochten Nudeln in Auflaufform legt. Bei LinkedIn werde ich auch nicht von Sexbots gefragt, ob ich was Langes, Hartes habe. Ja, Mann, mein Leben. Bei LinkedIn werde ich auch verschont von den ganzen Hatern aus dem Real Life. Naja, na, den mag ich aber nicht, der drauf ist, den mag ich gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt den noch nie gesehen. Man kann ja schon einiges sagen, aber irgendwo ist auch die Grenze, ne? Ja. Das ist meine Meinung. Das hätte ich nicht gesagt von meiner eigenen Oma. Aber bei LinkedIn bin ich kein grenzüberschreitender ZDF-Fernsehclown, der beim Zeitungskauf von Omas im NDR eingesagt wird. Bei LinkedIn bin ich Chief Substantial Content Presenter. Bei LinkedIn kann ich die Marke Jan Böhmermann endlich mal stärken. Hier, LinkedIn ist wie eine Visitenkarte, auf deren Rückseite mein Lebenslauf steht. Habe ich selbst erfunden, das Konzept Visitenkarte mit Lebenslauf auf der Rückseite. Habe ich mir patentieren lassen. Ich habe mir extra 20.000 Stück davon drucken lassen. Aber was soll ich sagen? Ich bin jetzt bei LinkedIn. Die brauche ich überhaupt nicht mehr. Bei LinkedIn connecte ich mich jetzt digital mit anderen High-Achievern. Das searche ich. Business Opportunities in Emerging Markets. Hashtag Life is Work. Hashtag Work is Life. Hashtag Work is Work. Hashtag na 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 na. Ba-ba-da-da-da-work. Habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen abgeguckt von Host, Producer, Investor, Advertiser und Founder Cheerio Sternchen Joko Winterscheid. Das ist mein offizielles LinkedIn-Profil. Ich bin wahnsinnig dankbar für das, was ich bisher in meinem Leben erleben durfte und würde daher gerne etwas zurückgeben. Ab sofort erfahrt ihr hier, warum ich in einige Unternehmen investiert habe, was ich mir davon verspreche und wie ich zu meinen Entscheidungen komme. Danke fürs Lesen. Bussi Baba. Ja, Bussi Baba, lieber Joachim. Aber schnall dich an, Joko, weil jetzt gibt's Wettbewerb. Ich bin auch bei LinkedIn jetzt. Demnächst gibt's neben der Jokolade auch die Janolade. Geschmacksrichtung Moralapostel mit salty, crunchy Stückchen vom erhobenen Zeigefinger. Joko und ich, wir schwören auf LinkedIn, weil wir wissen, was LinkedIn eigentlich ist. Was ist eigentlich LinkedIn? LinkedIn ist eine internationale Karriereplattform, auf der sich Menschen treffen, austauschen, inspirieren und finden können. Treffen, austauschen, inspirieren und finden. 22 Millionen Menschen bzw. Human Resources aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind schon dabei und werden dank LinkedIn zu Business-Löwen. Wie andere nur beim Brunch im Café Extrablatt. Der Unterschied zwischen denen, die das machen und denen, die es nicht machen, ist die Entscheidung. Ja. Ansonsten, alles gleich. 24/7, ja, jeder hat die gleiche Zahl an Stunden am Tag, jeder hat die gleichen Tage in der Woche. Das ist nur eine Entscheidung. Trau dich. So. Und jetzt machst du mir noch ein Cappuccino mit normaler Milch und zwei gedeckte Apfelkuchen mit normaler Sahne und das Ganze kostenlos. Apropos Backpfeifengesicht. Diese beiden Backpfeifengesichter streiten sich ständig öffentlich darüber, wann, wie und ob sie sich gegenseitig die Milliardärsfressen polieren sollen. Und währenddessen verkommen ihre Social-Media-Plattformen zu gesellschaftszersetzenden Faschonetzwerken. Vom Chef von LinkedIn hört man nie was. Habe ich noch nie was von gehört. Ich weiß noch nicht mal, wem LinkedIn gehört.
Microsoft kauft Business-Netzwerk LinkedIn. Microsoft hat 2016 LinkedIn gekauft. Microsoft, eine Firma genauso seriös wie LinkedIn selbst. Man muss eine Vertrauenskultur schaffen, das ist A und O und das tun wir. Ich kann die tollste Technologie haben, aber wenn ich erwarte, dass die Technologie nur im Unternehmen benutzt wird oder womöglich nur am festen Schreibtisch, bringt mir die beste Technologie am Ende des Tages nichts. Die beste Technologie schafft Vertrauen, aber mit Kultur. Sehr gut, Microsoft. Wenn ich den Firmennamen Microsoft höre, dann macht mein Gehirn... Microsoft ist so aufregend wie Mehrfachstecker kaufen bei Karstadt. Oder die VOG-WM moderieren. Ja, vielleicht sollte Sophia immer mal ansagen, wenn sie kommt, dann weiß ich natürlich auch. Und ich weiß auch nicht, was Sophia hier gedacht hat, als ich gesagt habe, Auferstehung des VOG-Niveaus. So war das natürlich nicht gemeint. Halt durch, ey. Halt durch, ist auch alles egal. LinkedIn ist langweilig, seriös und sicher. Bei LinkedIn gibt's keinen Hass, da gibt's keine Hetze, da gibt's keine Häme. Bei LinkedIn, da kann ich privat noch Joghurt mit der rechten Ecke essen, ohne direkt politisch verurteilt zu werden. Bin ich rechts, nur weil ich Müller-Vanille-Joghurt mit knusprigen Schokoballs mag? Ja klar, aber bei LinkedIn stört es niemanden, weil es ist ein rein berufliches Netzwerk. Boah, jetzt habe ich aber Lust auf die leckere Müller-Deutschland-Milch. Die leckere Müller-Deutschland-Milch. Ich zweifle keine Sekunde, das Deutschland. Erfrischend, nahrhaft, unpolitisch, weder links noch rechts. Die Müller-Deutschland-Milch mit dem Besten aus der Milch deutscher Schäferhunde. Deutschland wird leben. Und Deutschland. Lecker. Man schmeckt nicht den geringsten Anhaltspunkt, der auf eine NS-Ideologie schließen lässt. LinkedIn. Bei LinkedIn gibt's keine problematischen Inhalte, nur ganz, ganz viele Gefühle. Wir mussten gerade einige unserer MitarbeiterInnen kündigen. Ich habe in den letzten Wochen auf LinkedIn viele Kündigungen gesehen, die meisten davon aufgrund der wirtschaftlichen Lage oder aus welchem Grund auch immer. Unsere Kündigungen, meine Schuld. Wisst ihr, was für mich... Also... Wisst ihr, für wen das am allerhärtesten ist, dass ich euch alle entlasten muss? Für mich! Für mich! Danke, LinkedIn. Endlich können sich CEOs mal so verletzlich zeigen wie sonst nur moderne Männer auf der Berlinale PK. Und das ist natürlich dann umso tragischer, wenn man versucht, also ganz platt, Liebe in die Welt zu tragen und kriegt dafür Hass als Antwort. Ich glaube ihm die Tränen, ich glaube ihm die Tränen. Und das Feuer des Hasses lässt sich doch nur mit Tränen der Liebe löschen, so ist es doch. Männer haben jetzt Gefühle, get used to it. Und diese beiden rotgeheulten Arbeitgeberaugen sind die gefühlvollsten Red Flags, die der globale digitale Arbeitsmarkt jemals gesehen hat. Es menschelt bei LinkedIn. LinkedIn ist einfach ganz anders als soziale Netzwerke. Hätte man Kuss-Smileys, Kosenamen oder Abendeinladungen in eine Hotelsuite bislang eher auf Datingportalen wie Tinder vermutet, wird auch LinkedIn immer mehr zur Plattform für fehlgeleitete Anmachversuche. Wie bitte? Fehlgeleitete Anmachversuche? Ja, ja. Wir haben mal einen kleinen LinkedIn-Deep-Dive gemacht und wer irgendwie gehofft hat, dass es in Microsofts beruflichem Netzwerk zum Treffen, Austauschen, Inspirieren und Finden irgendwie anders zugeht als überall sonst im Netz, der ist wohl bisher von solchen triefend geilen Business-Opportunities in seinen LinkedIn-DMs verschont geblieben. Mich interessiert, wie ich am besten investiere, um dich zu einem Date zu bewegen, Tränenlach-Emoji. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Business. Es würde mir sicherlich gleich viel besser gehen, wenn du ein Selfie finden würdest, welches du schicken magst. Zwinker-Emoji. LinkedIn ist zwar kein Tinder, aber dein Lachen ist schön. Das musste ich dir einfach sagen. Ich wünsche dir eine tolle und erfolgreiche Woche. Wünsche dir eine tolle und erfolgreiche Woche. PS, darf ich in deinen Körper investieren? LinkedIn ist also doch ein stinknormales soziales Netzwerk. Nur dass der Creep, der dir ungefragt in die DMs slidet, weiß, welche KW gerade ist. Flirten bei LinkedIn geht natürlich auch diskret. Auf LinkedIn hat mich eine Person in ein Gespräch verwickelt, bei der ich dachte, sie hätte Interesse an einem Coaching bei mir. Relativ schnell fielen aber unangebrachte Kommentare zu meinem Aussehen und Nachfragen zu meinem Privatleben.
Es ist mir schnell klar geworden, dass nie ein Interesse an einer beruflichen Zusammenarbeit bestand. Es ist leider so. Das LinkedIn-Mindset sieht so aus. Ich denke heute, wenn ich Frauen sehe, wird es zu sexuellen Handlungen kommen. Und wenn ja, werde ich dabei sein. Nein. Willkommen bei LinkedIn, der Flirt-Plattform für alle, die nicht wissen, dass es Parship, Elite-Partner, Grindr, OkCupid, Tinder, Raya, Badoo, Bumble, Hinge, Finja, LoveScout24, LeVou, den RTL-Teletext oder das Pupasch in Braunschweig gibt. Baggern per LinkedIn in Mails. Das ist total super, weil wenn ich dann einen Korb bekomme, dann macht das überhaupt nichts. Ich kenne ja deinen vollen Namen und deinen Lebenslauf. Und ich weiß, welche Sprachen du sprichst und auf welcher Grundschule du warst und wer dir deinen Excel-Advanced-Kurs bestätigt hat und wo du jeden Tag ins Büro gehst. Vielleicht sehen wir uns ja mal morgen. Ich bin der Typ mit dem Blumenstrauß und der elektronischen Fußfessel. LinkedIn muss immer mehr Belästigungen löschen. Im ersten Halbjahr 2020 noch knapp 17.000. Oh, 2020, da war ja Pandemie. Alle waren im Homeoffice und auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat sich verlagert ins Digitale und zwar zu LinkedIn. Im zweiten Halbjahr 2020 musste LinkedIn schon fast das Zehnfache an Belästigungen entfernen. Das ist eine Menge Arbeit für die Mitarbeiter bei LinkedIn. Darum hat die Plattform natürlich sofort reagiert. LinkedIn setzt 1000 Mitarbeiter vor die Tür. Ja, es klingt erstmal hart. 1000 Arbeitslose, das heißt für LinkedIn natürlich aber auch 1000 potenzielle neue User auf Jobsuche, Hashtag Open to Work. Ey, lasst euch nicht unterkriegen, das wird schon alles, weil ey, die Welt da draußen ist doch so viel größer als der LinkedIn Coworking Space. Where speed meets stillness. Where I'm feeling on the top of the world. Nature, that's where I'm reaching my ultimate goal. What's your next outdoor goal? Yes, my next outdoor goal is shitting my pants at the Brüsseler Platz. Nature can be so beautiful. Auch nach der Pandemie wird bei LinkedIn weiter digital gegrapscht. Im ersten Halbjahr 2023 hat LinkedIn über 250.000 Belästigungen entfernt, mithilfe von superschlauer künstlicher Intelligenz. Von den Spam- und Scam-Inhalten, die in dem Berichtszeitraum entfernt wurden, haben unsere automatischen Abwehrsysteme 99,6% gestoppt und den Rest haben unsere Teams manuell entfernt. Künstliche Intelligenz ist billig und schnell und unfehlbar und sorgt dafür, dass LinkedIn sauber, seriös und sicher bleibt. Deswegen gibt's da keinen Antisemitismus wie bei Twitter und keine Volksverhetzung wie bei Facebook und keine Holocaust-Verharmlosung wie bei Facebook und Twitter. LinkedIn ist ein rein berufliches Netzwerk zum Treffen, Austauschen, Inspirieren. Wir töten alle Zionisten. Sie sind schlimmer als Hitler. Oh, alles Müller oder was? Was ist denn da los bei LinkedIn? Es klappt ja toll mit eurer KI. Eins, was die Zionisten nicht gelernt haben oder wollen, dass sie keinen Unterschied zum Dritten Reich haben. Völkermord bleibt Völkermord. Und Holocaust-Verharmlosung bleibt Holocaust-Verharmlosung. Irgendwie hat die LinkedIn-KI das wohl alles übersehen. Wir haben diese drei LinkedIn-Beiträge, die Sie hier sehen, mal gemeldet. Vielen Dank, dass Sie den Beitrag gemeldet haben. Gern geschehen. Und was hat LinkedIn festgestellt bei allen drei Beiträgen? Wir haben festgestellt, dass der Beitrag unseren Community-Richtlinien entspricht. Bei Mark Zuckerbergs Bart! Bei LinkedIn, da geht's ja zu wie bei Musks unterm Sofa. Potztausend. LinkedIn galt lange als unpolitisches Business-Netzwerk. Inzwischen hetzen dort Nazis und Corona-Leugner unter Klarnamen. Und das Unternehmen lässt sie zu oft gewähren. Und jetzt halten Sie sich fest, ein Rechercheteam der FAZ hat herausgefunden, das ist noch nicht mal das Schlimmste, was bei LinkedIn passiert. In Kommentarspalten werden andere Mitglieder im Streit auch mal ungefragt geduzt. Duzen? Dabei weiß doch jeder, was mit Redakteuren der Frankfurter Allgemeinen Zeitung passiert, wenn man die ungefragt duzt. Sorry, du, Herr Doktor, du. Ja. Nachdem wir bei der Pressestelle von LinkedIn angeklopft haben, sind die drei Beiträge, die Sie eben gesehen haben, auf einmal weg gewesen, gelöscht. Hä? Moment mal. Kleiner Lifehack. Wenn Sie auch wollen, dass problematische Inhalte bei LinkedIn gelöscht werden, vergessen Sie diesen scheiß Meldebutton. Rufen Sie einfach mal bei der Pressestelle an. Das funktioniert. Hass und Hetze müssen in sozialen Netzwerken entfernt werden. Dafür gibt es in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Danke, Herr Bundesjustizminister, für die musikalische Untermalung.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das NetzDG, gibt es seit 2017. Das gilt für Facebook, für Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Telegram, Reddit, Soundcloud, Twitch, Snapchat und sogar für Pinterest. Aber es gilt nicht für LinkedIn. Der Grund ist ein gesetzliches Schlupfloch. 2017 entschied das Bundesamt für Justiz, dass LinkedIn nicht unter das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, fällt. Alle müssen sich ans NetzDG halten. Also theoretisch. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen unsere ZDF-Magazin-Royalsendung vom 2. Juni 2023. Hier, einfach diesen Link benutzen bitte. In unserer Sendung damals ging es darum, dass sich Twitter nicht ans NetzDG hält und wie zögerlich und zaghaft das Bundesamt für Justiz gegen solche Rechtsverletzungen von Twitter vorgeht. Wahrscheinlich sind sie überfordert. Soziale Netzwerke im Internet müssen seit 2017 mit der Polizei und Justiz kooperieren und Hass und Hetze entfernen. LinkedIn? Aber nicht. Warum denn nicht, liebes Bundesamt für Justiz? Das Bundesamt für Justiz hatte LinkedIn nach Inkrafttreten des NetzDG zunächst nicht als soziales Netzwerk bewertet, weil der Dienst als Berufsplattform ursprünglich nicht für die Verbreitung beliebiger Inhalte bestimmt war. LinkedIn muss sich nicht ans Gesetz halten, weil es laut Bundesamt für Justiz kein soziales Netzwerk ist. Wie ist nochmal die gesetzliche Definition eines sozialen Netzwerks? Paragraph 1 NetzDG. 1. Dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Soziale Netzwerke. Aber das beschreibt doch exakt, was LinkedIn ist. LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, wie alle anderen auch. Es gibt einen Newsfeed, in dem man beliebige Inhalte teilen kann. Hier, worüber möchten Sie sprechen? Ja, keine Ahnung. Zum Beispiel darüber, dass ich nur noch meine freie Meinung sagen darf, wenn mir ein Podcast-Mikrofon ins Gesicht gehalten wird vielleicht? Warum wird es nicht anerkannt, dass jeder eine andere Meinung hat? Das ist doch völlig legitim. Und das checke ich nicht. Es wird halt, wenn du eine andere Meinung hast, wirst du gleich in diese Ecke gedrängt oder in diese Ecke oder in die Schublade oder weiß ich nicht was. Ja, Mann, kaum hat man eine Meinung, hat jemand anders eine andere Meinung. Und dann fühlt sich meine Meinung irgendwie ganz klein und nutzlos und doof. Ist das beruflicher Content? Auf LinkedIn kann man connecten, kommentieren, sharen, liken, nach dem Afterwork Craft Beer Tasting anderen geil in die DMs sliden, haten, sexuell belästigen. LinkedIn ist wie alle anderen. Klar, früher war es mal ein berufliches Netzwerk, aber... In jüngerer Vergangenheit beobachtete das Bundesamt für Justiz jedoch eine Änderung der Ausrichtung des Dienstes, was unter anderem in einer Erweiterung der Nutzungsfunktionen sowie der Zunahme von veröffentlichten Inhalten, die nicht oder nicht im engeren Sinne in einem beruflichen Kontext stehen, zum Ausdruck gelangt. Ja, jüngere Vergangenheit. Den Newsfeed gibt es bei LinkedIn nämlich erst seit 2012. 2012! Sie erinnern sich, damals, das war kurz bevor live im ZDF Deutschrap erfunden wurde. Gegen 50 ist der Lanz, blasser, dümmer Hans. Ich liebe dich so sehr und ich hätte heute gern noch mit dir Geschlechtsver... Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Hallo! 2012, das ist nicht jüngere Vergangenheit, 2012 ist Ancient History. Das Bundesamt für Justiz war also jahrelang davon überzeugt, dass LinkedIn eine berufliche Plattform ist und kein soziales Netzwerk und hat darum nichts unternommen gegen Hass und digitale Gewalt. Lustig, auf seiner eigenen Website bezeichnet das Bundesamt für Justiz LinkedIn aber selber als soziales Netzwerk. Und das Bundesamt verwendet LinkedIn selbst wie Facebook und postet zum Beispiel sowas hier. Lefjecke, et jed wieder los. Unter dem diesjährigen Motto, mit Pappnas oder Hötsche, wir sitzen all in einem Bötsche, feiert das Bundesamt für Justiz noch 2 Jahr Pause wieder Karneval. Das Bundesamt für Justiz wünscht allen Jeckinnen und Jecke einen schönen 5. Jahreszeit. Ja, und jetzt ja mal in eine andere Kaschem, aber ganz streng beruflich, versteht sich. Schade, dass das Bundesamt für Justiz auf LinkedIn noch keine Reels posten kann. Ach so, Reel, muss man vielleicht noch kurz erklären, ist ein Video bei Insta, ist in Köln auch ein Stadtteil. Köln-Reel. Ja. Und Kanz, muss man vielleicht kurz erklären, ist ein berühmter Kölscher Jack und die hier. Lev Jacke. Bald herrscht auf LinkedIn, aber keine Sorge, echt wieder Recht und Ordnung. Neue Regeln für digitale Dienste.
Denn mittlerweile ist nicht mehr das Bundesamt für Abwarten und Mal sehen dafür zuständig, zu sagen, dass sie bei LinkedIn nicht zuständig sind, sondern die knallharte EU-Kommission. Die kontrolliert jetzt LinkedIn. Ob soziales oder berufliches Netzwerk, ist dem neuen Digital Services Act der EU ziemlich pupsegal. Es wird jetzt alles reguliert, was im Internet nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und jetzt greift die EU durch. Jetzt werden andere Töne angestimmt. Entschuldigung, hab mich emotional so mitgerissen. Es reicht, sorry, zu viel. Ey, bald haben Online-Plattformen, die sich nicht an unsere europäischen Normen, Werte und Gesetze halten, nichts mehr zu lachen in Europa. Denn jetzt wird reguliert. Jetzt kommt die EU. Jetzt wird kontrolliert und behandelt LinkedIn wie alle anderen. Wir können da als Sendung, als Deutschland, als Gesellschaft, als Europa eigentlich nur die Daumen drücken, dass die Europäische Union Online-Plattformen jetzt endlich so streng kontrolliert wie... Keine Ahnung, das Ordnungsamt Köln, die offiziell zugelassene Kothöhe am Brüsseler Platz. Genau 70 Zentimeter. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn es zu wenig ist, muss das Ordnungsamt selber ran. Wenn die EU jetzt reguliert und durchgreift, dann könnte es sein, dass es für LinkedIn in Europa bald genauso ernst wird wie für Twitter. oder für Facebook und für Meta. Das ZDF-Magazin Royal jedenfalls wünscht der Europäischen Union und der EU-Kommission alles Gute bei dieser New Challenge und eine erfolgreiche Rest KW 49.